Ja, moin und willkommen zu einer weiteren Folge Raft. Oh, da ist eine Insel. Ah, die lassen wir jetzt aber erstmal. Ich habe ein bisschen Ordnung gemacht und habe schon mal ein bisschen Zeug vorgesammelt. Also ich habe jetzt keinen größeren Fortschritt gemacht, den ihr verpassen würdet oder so. Ich habe jetzt stundenlang nur gefarmt, 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 damit es ein kleines bisschen schneller geht. Das heißt, wir werden uns heute darum kümmern, das zweite Stockwerk zu bauen. Und wenn es möglich ist, auch gleich das Radar zu bauen. Dass wir dann vielleicht sogar schon in der nächsten Folge zur ersten Mission rüber können. Ja, wir lassen einfach mal weiter schippern hier. Zuerst würde ich gerne mal einen Anker herstellen, einen stationären Anker. Das heißt, wir machen uns den hier raus. Und hier kommt dann der Anker drauf. Ist ein bisschen nervig, wenn man die ganze Zeit, diese Wegwerfanker herstellen muss. Das ist, ja, so sparen wir uns das in Zukunft. Kostet uns halt ein bisschen Eisen, kostet uns, glaube ich, auch, keine Ahnung, ich glaube, noch ein Bolzen war das. Aber, ja, wir sparen uns halt jedes Mal vor einer Insel das Dingens zu craften und ich denke, das sollte besser vorangehen. Also, ich meine den hier. Das heißt, wir brauchen noch Seile, wir brauchen 3 Metallbarren und eine Scharniere. Scharniere und Metallbarren waren hier. So, und da kann ich euch schon mal zeigen. Ich habe ein bisschen Holz gesammelt, ein bisschen, ne? So, dass wir überhaupt jetzt mal was machen können. Und ich habe auch schon alles eingeschmolzen, was schmelzen geht. Ah, du gehörst noch mir. Und dann werden wir nochmal gucken, dass wir das Schiff noch fertig verstärken. Ich habe ja schon angefangen, rechts und links, und ich würde es hier hinten auch dann noch zumachen. Weil ich denke, länger müssen wir es erstmal nicht bauen. Das kann man immer noch umbauen, aber ich denke, so geht's erstmal. Okay, also Anker herstellen. Bam, stationärer Anker. Coole Sache. Und den würde ich dann ganz gerne hier haben. Ja, sieht doch ganz gut aus, oder? Kann man so machen. Das heißt, den kann ich jetzt ganz easy Anker werfen. Und da steht unser Schiffchen. Und Anker wieder hochholen. Und geht es natürlich wieder weiter. So, dann würde ich ganz gerne hier die ersten Wände reinziehen. Da müssen wir mal gucken für die Wände. Was brauchen wir für Wände? Brauchen wir nur Holz oder brauchen wir wieder Plastik? Ich weiß es nicht. Könnten wir auch die wir bauen. Da brauchen wir 2 mehr. Ich weiß halt nicht, inwiefern die Verstärkung. Wir bauen es erstmal Standard. Umbauen können wir es immer noch. Das heißt, wir brauchen einen ganzen Haufen Holz. Das sollten wir... Da wollen wir doch das Verstärkte bauen? Sieht halt hübscher aus, ne? Und so viele Wände sind sie auch gar nicht. Stabile Holzwand. Also müsste zumindest eine... Da. Eine da, eine da. Eine. Da. Hier hinten lassen wir uns einen Weg... Dann da, da, da und da ist jetzt die Frage. Mache ich nach hinten eine Tür? Nee, oder? Dann brauchen wir eigentlich nicht. 3, 4, 5. Jetzt muss man auch gucken wegen den Pfosten. So, und da haben wir die eh mit einbauen müssten, damit es auch hübsch aussieht. Ist die Frage, setze ich die Wände jetzt hier ran? Ich glaube, wir machen uns einen kleinen Raum. Hauptsächlich Lager soll es ja sein. Das ist jetzt blöd mit der Kiste. Dann muss ich das nämlich alles umräumen. Ui, 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 ui. Und ich habe keinen Platz, um es umzuräumen. Ja. Sieht nicht gut aus. Stopp. Andere Richtung. Okay, entfernen. Und dann nehmen wir uns da Hammer, machen da noch eine Wand hin. Da kommt eine Tür rein. Das heißt, wir brauchen dann den Boden. Und da nehmen wir den... Nee, stopp, das ist ja der Schwimmboden. Wir wollen den Holzboden. So, und jetzt fängt das nämlich an, dass wir Pfosten setzen müssen.
Ja, das war immer so ein bisschen blöd gehandhabt hier. Das heißt, da müsste rein theoretisch. Ach, da brauchen wir Nägel. Da brauchen wir Nägel, 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 Nägel. So. Müsste doch eigentlich reichen, wenn ich da einen hinsetze und. Ja, wartet mal. Da einen und da einen. Den da weg. Könnte funktionieren, ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. So, dann nochmal Boden. Genau, das geht. Das geht, das geht. Das geht und das geht auch. So, hier unten werden wir dann uns eine kleine Küche oder irgendwas reinzimmern. Hallo, Fass. Und ein bisschen Lagermöglichkeit. Catfish! Hau ab! Hau ab! Ich piek's dich so lang. Ich sag dir. Hau ab! Der ist echt schlimm. Und ich habe gerade gesehen, man kann auch upgraden. Das heißt, wir können eigentlich alles Standard bauen und wenn wir das Material haben, dann wird es abgegradet. So, hier oben kommt das Radar hin und der Forschungstisch und noch mehr Zeugs und noch mehr und alles, ne? Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. So irgendwie halt, ne? So, und das Gute an den Kisten ist, ich habe Hunger. Das ist halt jetzt nicht so gut. Die wollen wir behalten. Komm, dann ess doch mal was, Junge. Da noch mal was trinken. Die Kisten kann man nämlich jetzt auch hinhängen. Das heißt, dann können wir uns das hier so ein bisschen. Zack, die erste Kiste, da machen wir Holz rein. Ja, so ein bisschen. Und schon gibt es hier ein bisschen mehr Ordnung. Ja, das lassen wir mal einstecken, weil ich will ja jetzt erst mal gucken. Was mir für ein Material, das kann weg. Das Seil kann weg. Das kann auch erstmal darin. Die Nägel können auch erst nochmal weg. Die auch. So, ich würde einmal gerne wieder alles an Schrott sammeln. Ja, super. Inventar wieder voll. Aber das läuft. Das funktioniert ganz gut hier schon. Müssen wir noch mehr Netze machen. Radar. Wir brauchen dafür einmal die Radarstation, das heißt den Empfänger. Zwei Leiterplatten und ein Scharnier. Leiterplatten brauchen wir Kupfer und das Geklipperte da, dünne, das Zeugs. Kupfer und das Zeugs müssen wir erstmal wieder Platz machen. Mehr Grünzeug, hier haben wir Kunststoff, lassen wir mal einstecken. Und wir brauchen das. Dann können wir herstellen. Mal zwei. Gibt den Empfänger. Brauchen wir Kunststoff und ein Scharnier noch. Kunststoff und ein Scharnier. Ich muss Platz schaffen. Das ist schlimm. So, schmeißen wir das Essen mal wieder weg. Rüber. Kunststoff und ein Scharnier. So viel Holz brauchen wir gar nicht. Das kann auch wieder weg. Eins, zwei, drei. Kunststoff, Scharnier. Können wir uns einen Empfänger herstellen. Hammer. So. Wir brauchen drei Antennen. Das heißt, wir brauchen drei Leiterplatten. Und dann fehlt uns ein Schrott fehlt uns. Okay. Schrott. Schrott, 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 Schrott. Gut, dann bauen wir den Kram doch mal gerade da oben hin. Dann ist es schon mal weg. Ich denke mal, das Dingens setzen wir uns hier dazwischen. So halbwegs mittig. Und die Antenne haben wir erstmal provisorisch. Ich muss nämlich erstmal wieder rausfinden, wie das war. Die mussten einen bestimmten Abstand haben, dass das funktioniert. Ach, Batterie benötigt. Ja, stimmt, brauchen wir auch noch. Okay, was brauchen wir für die Batterie? So, ich laufe jedes Mal runter. Wo ist die Batterie?
Schrott und Kunststoff. Okay, das ist jetzt noch so ein kleines Problemchen. Das heißt, wir gehen mal schnell schlafen, dass es wieder hell wird. Und dann schauen wir mal, dass wir so ein bisschen Kochgedöns bauen können. Weil ich würde ganz gerne einmal den Kochtisch und den Entsafter hier haben. Das heißt, hier brauchen wir nochmal von dem und Kunststoff. Kunststoff und von. Oh, wir müssen dann wieder Ordnung schaffen. Oh, das muss ich erstmal brennen. Okay, dann brennen wir das doch mal schnell. Mist. Okay. Und was brauchen wir für das andere Dingens? Auch 4 Stück davon. Und eine Leiterplatte sogar. Der ist neu, also den kenne ich noch gar nicht. Also müssen wir erstmal ganz viel Zeugs brennen. Und dann wird hier hinten ein Küchenbereich entstehen. Die Dinger würde ich dann nämlich auch ganz gern nach oben hängen oder vielleicht verschrotten und mal ordentliche Kistchen bauen. Obwohl die auch schon wieder fast voll sind, ne? So. Du kommst noch zu mir. Sieht aber doch schon so dann ganz gut aus. So, Kunststoff. Ja, ich muss es erstmal einsortieren, dann kann man es wieder später rausnehmen. Hätte ich mal nicht so viele Nägel gemacht. Oh doch, die brauche ich, weil. Ach, genau. Wir sind jetzt bald Catfish los. Gleich bald sind wir los. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Das heißt, jetzt kann er nur noch hier angreifen. Ist er schon mal wieder ein bisschen mehr eingeschränkt. So, ich hoffe, dass wir trotzdem noch alle Materialien haben, die wir brauchen. 5 Stück haben wir jetzt, das heißt, wir brauchen jetzt einen Bolzen und Kunststoff, dann könnten wir den Entsafter machen oder Bolzen und Kunststoff, machen wir erstmal den Kunststoff und einen Bolzen. Wir machen. Ah, ich will erstmal den haben. Ich glaube, da müssen wir aber nochmal Eisen besorgen für den anderen. So, das heißt, den drehen wir uns um. Den würde ich eigentlich ganz gern hier irgendwo hinstellen. Vielleicht sogar hier vorne hin. Komm, dreh doch mal um, Junge. So, dass man den vielleicht hier hin macht. Sehr schön. Dann habe ich hier ein Rezept irgendwo gehabt. Ja, irgendwo halt, ne? Von dem Zeugs. So, und was fehlt jetzt für den Entsafter? Ein Bolzen und noch von dem Geklipperte. Bolzen. Aber wir haben auch kein Eisen mehr da. Für einen Bolzen reicht es nicht mehr, ne? Also müssen wir noch ein Eisen besorgen. Mist. Wo können wir Planken drauf? Habe ich noch Scharniere? Hier habe ich noch einstecken. Dann würde ich nämlich noch mal eine Kiste herstellen. Seil, Schrott und Planken. Seil. Oh, haben wir auch nicht mehr genug. Also wir müssen Schrott und Eisen holen. Da geht nichts dran vorbei. Das heißt, jetzt gibt es wieder hier so ein Hin- und Hergeräume, dass ich die Kiste erstmal aufhängen kann irgendwie. Hier noch Platz. Komm einfach mal irgendwo. Wir brauchen halt mehr von den großen Kisten. Da ist voll. Ach, guck mal an, da geht doch noch. Sehr gut. So, das heißt, die. Zack. Hängen wir die auch gleich auf. Mal schön daneben.
und das ganze Kunststoff wieder rein. Und hier unten der Kram. Und hier hatte ich das ganze, ich sag mal, sonderbare Gedöns drin. Hier gehören die Seile noch mit rein. Müssen eh gleich wieder raus. Ist halt ein ganz schönes Hin- und Her-Sortieren, ne? Das kam noch mit drüben. Ah, da haben wir das Rezept. Erstmal den Kunststoff weg. Zack, zack. Das Glas hatte ich auch hier mit drin. Jetzt nehmen wir mal hier eine Ladung raus. Haben wir das auch noch aufgehängt bekommen. Runter. Und da kommt Grünzeug und Seile rein. Eins noch. Oh shit. Warum? Warum? Da soll's doch rein. Ah, da noch einen. Dann haben wir wieder Kunststoff. Die Platte machen wir auch damit rein. Den hängen wir uns jetzt mal auf. Ja, zwei Hähnchenschenkel, ein Pilz und eine Kokosnuss. Okay, kriegen wir hin. Zack. Hier können wir dann kochen, wenn wir soweit sind. Also jetzt noch nicht, aber irgendwann halt, ne? So, dann hatte ich doch hier auch irgendwelchen Abfall mit reingeschmissen. Genau, wir haben noch Kunststoff drin. Die können da mit rein. Da haben wir noch Kartoffeln. Das heißt, den dahin. Kunststoff sieht schon ganz gut aus mittlerweile. Die Steine waren hier drin. Und hier haben wir noch Barren. Also müssen wir jetzt bald mal die nächste Insel ansteuern. So, mal den Kram. Zack. Holz und Holz. Kunststoff und Kunststoff. Wir haben wieder Schrott. Aber wir brauchen ja eh noch Stahl, ne? Beziehungsweise Eisen. Ach, beschwer dich doch nicht. Dann trink doch einfach einen Schluck und gut ist. So. Also, hier haben wir nochmal davon. Hey, die Kartoffeln kommen da drüben hin. Die Dinger können wir noch auspacken. Oh, Besteck gelernt. Ganz wichtig. Und einen Tisch gelernt. Oh, es hört nicht auf. Also es läuft auch ganz gut. Ihr seht ja, was hier an Zeug jetzt zusammenkommt. Also können wir jetzt langsam ordentlich bauen. Jetzt ist halt wirklich Eisenmangel. Kunststoff. Bretter. Das Zeug und das Zeug. Ich glaube, da können wir das erstmal hier vorne volllaufen lassen, bevor ich mir die Kisten noch voller hau. Da wäre die nächste Insel. Kommen wir aber so jetzt nicht hin. Paddeln ist zu weit weg. Ein Segel brauchen wir auch noch. Stimmt, ein Segel. Obwohl, ich glaube, das Segel bringt noch gar nicht so viel. Ich würde halt gern mal diesen Entsafter da bauen. Das würde mich mal interessieren. Catfish ist wieder da. Kann ja nur hier hinten sein. Und er war wieder schneller als ich. Na super. So ein Mistvieh. Zweimal Holz, zweimal Kunststoff. Holz, wo ist Kunststoff? Kunststoff, Kunststoff. Amerikans, müssen wir holen.
So, und den müssten wir eigentlich weiter nach hinten stellen. Und das Segel davor. Ne, das Segeln hier nach hinten. So, was hat denn eigentlich jetzt für die Batterie gefehlt? Schrott, den haben wir da. Kupferbarren und Schrott haben wir da. Jetzt, zumindest jetzt haben wir es da. Kupferbarren war hier. Eine Batterie. Sehr gut. Das heißt, das kann weg, das kann weg. Wir müssen Schrott tauchen. Und das kann weg. So, die Batterie hauen wir mal oben rein. Und gucken mal, dann sehen wir nämlich, ob wir weit genug weg sind mit den Antennen. Oder eher nicht. Ich muss erst mal essen. So, wie sieht das denn jetzt aus? Antenne 1 ist grün, Antenne 2 ist grün, Antenne 3 ist nicht verbunden. Aber alles im grünen Bereich, das sieht doch schon ganz gut aus. Okay. So, das heißt, den wollte ich eigentlich auch oben haben. Obwohl, den können wir auch hier unten lassen. Dann stellen wir den aber hier hin. So. Ja, das Bettchen mal weg. Ich glaube, das Bettchen schmeiße ich weg und dann machen wir uns irgendwo eine Hängematte hin. Haben wir, glaube ich, mehr davon. Dann mal hier hin. Da komme ich trotzdem noch an die Kisten, genau. Kann ich das da drunter stellen? Hauptsache weg. Ja, passt. Super. Wie ist denn das mit der Hängematte? Hängematte. Ah, komm. Wir bauen unser Bettchen wieder irgendwo hin. Ist ja egal wo. Hauptsache Bettchen haben, ne? So. Dann. Die. Stellen wir uns hier jetzt ordentlich hin. So. Einmal. Zweimal. Und die Kisten können wir da stehen lassen erstmal. Und wir haben wieder ein Päckchen gekriegt. Segel, 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 Segel. Oder wir machen uns das Segel da vorne einfach auf die Spitze drauf. Hier hin. Das wäre eine Idee. Dann wär's, hätte man einen Platz für Segel. Ah. Wo haben wir es denn? Schrott, Palmblatt und Planke. Ja, Schrott sieht schon mal nicht so gut aus. Irgendwo wieder Fässer. Ja, komm her. Ja, kein. Oh, guckt mal an, was wir da haben. Gut wäre es, wenn da jetzt ein Eisenbahn mit drin ist. Noch besser wären, wenn da gleich 10 Eisenbahnen drin wären. Geh doch mal da hoch. Wir wollen doch hier an die Klappbox. Metallerz, das sieht doch schon mal gut aus. Haben wir das schon mal... Sonst war es wieder nur Schrott. So, das können wir auspacken. Dann haben wir noch Palmblätter. Wir müssen auch mal eine Lampe oder sowas herstellen. Oh, warte mal. Fässchen, du musst zu mir. In der Hoffnung, dass da noch ein Schrott drin ist. Nein. Ja, im Endeffekt ist es Schrott, aber nicht den Schrott, den ich haben will. Das ist das nächste Päckchen. Feuerholzständer. Super, habe ich mir gewünscht. So, was haben wir denn hier? Eine Laterne. Aha, aha, aha. Glas und Schrott. Ja, wieder Schrott.
Lichterkette. Seil und Kunststoff. Macht die Licht? Wir probieren es einfach. Kunststoff und Seil habe ich da. Das ist kein Problem. Kunststoff und Seile waren hier unten. Bevor ich mehrere baue, hänge ich jetzt erstmal eine auf, um zu gucken, wie das Ganze... Naja, so wirklich Licht macht es jetzt leider nicht, ne? Okay. Hat nicht funktioniert, mein Plan. Das heißt, da muss ich schon wieder schlafen gehen. Super. Ganzer Tag nur pennen gehen hier drin. Da kommt ein Fass. Komm, du hast Schrott für mich dabei. Dekorationspaket schon wieder. Oh, ein Federkiel. Brauchen wir. Wir müssen hier alles mit aufschreiben, was hier passiert. Ein Logbuch führen. Ja, auf jeden Fall, die nächste Insel gehört uns. Da müssen wir auf jeden Fall da nochmal hin. Komm, da ist jetzt Schrott mit drin. Sieht nett danach aus. So, warte mal. Jetzt muss ich noch mal durchchecken. Wir brauchen noch eine Antenne. Für eine Antenne hat uns nur der Bolzen gefehlt. Und 4 Schrott. Na super. Aber den Bolzen, den können wir herstellen. Das machen wir jetzt auch. Das machen wir jetzt. Ein Bolzen. Eine Leiterplatte hatten wir noch da. Und Schrott brauche ich noch 2 Stück. Dann. Mir wäre es halt wichtig, dass wir die Antenne fertig haben. Das heißt, 2-mal Schrott müssen wir finden. Und Schrott treibt leider nur in Fässern oder Kisten. Und nicht so im Wasser. Warum auch immer. Da kommt wieder ein Fass. Dann hätten wir nämlich die 3. Antenne. Und dann ist unser Radar empfangsbereit, sage ich mal. Und wir können die 1. Quest machen. Wird ja auch mal Zeit. So, und da gibt es dann, glaube ich, auch dann Rezepte zu finden. Steuerrad, Motor und so Spielereien. Ein Schrott, okay. Einer fehlt noch. Einmal fehlt noch. Da vorne kommt ein Fass. Komm, enttäusch mich nicht. Du hast jetzt Schrott für mich dabei. Nein. Da kommt noch ein Fass. So, und am Anfang habe ich noch gesagt, naja, nach Schrott tauchen müssen wir erstmal nicht. Weil da kriegen wir noch genug. Stimmt aber auch. Wir kriegen bei der ersten Quest regaleweise Schrott. Das ist wirklich tonnenweise. Halt jetzt für die ersten Dinge. Okay, da hätte ich vielleicht doch ein bisschen was farmen sollen. So, und Netze werden wir auch noch bis hier runterziehen komplett dann. Ist ja noch irgendwo ein Fass. Da hinten kam, glaube ich, irgendwas. Ach, wir gehen mal pennen. Oh, das war blöd. Das war... Da muss ich mal zumachen. Da muss ein Zaun rum oder irgendwas. Wo ist denn mein Bett? Ach, da. Ja, Lampe wäre halt geil, ne? Hier mal gucken. Zockerzäune. Sowas wäre doch geil. Brauchen wir nochmal Seile. Weil dann falle ich da nicht mehr rein. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ah, sieht gut aus. Ist da irgendwo mal ein Fass? Ich brauche doch nur noch einen Kunststoff. Ich will die blöde Antenne jetzt noch haben. Dann sind wir bereit für Missionen. Was hat jetzt nochmal fürs Segel gefehlt? Ja, ist halt die nächste Frage. Erstes. Ach komm, wir machen das Segel schon mal fertig. Okay.
Toll, verkehrt rum. Aber wir lassen uns trotzdem erstmal so weiter treiben. So, und hier ist Antenne, da brauchen wir jetzt vier Schrott. Wird immer mehr, ne? Aber gut, das Segel brauchen wir auch, weil was bringt uns eine Insel, wenn wir nicht hinkommen? Und mit dem blöden Paddel bestimmt nicht, das wird nix. Jetzt hat er schon wieder Hunger. So, komm, essen. Die ganze Zeit kamen tonnenweise Fässer angeschwommen, jetzt kommt hier gar nichts. Ja, Catfish, der schwimmt hier rum. Der schwimmt hier wieder ganz friedlich und fleißig herum. Okay. Gut, dann hoffen wir, dass wir jetzt bald die nächste Insel haben. Jetzt kann ich zumindest mit dem Segel hin koordinieren. Gut wäre es eigentlich, noch einen Wimpel zu haben. Da brauchen wir drei Nägel. Echt jetzt? Boah, da brauche ich wieder Schrott. Oder nee, Nägel müsste ich genug da haben. Nägel müsste ich... Ah nee, die haben wir alle verballert. Geil. Okay, dann halt nicht. Dann, nee. So, das weg. Das da. Wieder zwei so Dinge. Da hinten kommt ein Fass. Also auf jeden Fall, wir müssen an die nächste Insel wieder mal Eisen farmen. Wir müssen Schrott farmen. Holz ist gar nicht mal so wichtig im Moment. Plastik sieht auch ganz gut aus. Und dann wollte mir ja noch hier, also wie gesagt, das Dingens. Wir brauchen noch das Dingens. Und wir brauchen natürlich Kisten. Und ich will unbedingt den hier mal ausprobieren. Der ist neu. Kommt halt auch wieder, ne? Aber nach und nach jetzt. Sonst haben wir einen riesen Durcheinander. Zweimal Schrott. Das war mal eine gute Geste. Fass. Ein gutes Fass. Das ist... Wie viel brauchen wir? Vier, ne? Vier waren das für die Antenne. Ja. Bräuchten wir jetzt eigentlich nochmal so eine Truhe und dann passt das alles. So, warte mal. Hier den Mist schmeißen wir doch mal hier drauf. Dann ist es weg. Ungebraten macht es eh keinen Sinn. Ja, aber mit Fass wird nichts mehr. Sieht nicht nach Fass aus. Aber gut, zweimal Schrott jetzt nur noch. Und dann geht's. Ich glaube, die erste Insel ist die Yacht, wenn ich richtig war. Hier müsste eigentlich eine Tür rein. Die gibt's doch auch hier. Ja, da, Türen. Ah, brauchen wir Nägel. Ah, stopp, wir haben ja gelernt, wir können ja auch normale bauen. Brauche ich aber auch Nägel. Oh, okay, lassen wir es. Das würde ich gerne mal kaputt paddeln, weil das brauchen wir im Moment nicht. Einfach mal kaputt paddeln. Oh, und ich sehe schon, wir sind ja schon bei 34 Minuten. Ey, das merkt man gar nicht bei dem Spiel, wie hier die Zeit vergeht. So, weg ist er. Du hast jetzt noch zwei Schrott für mich, komm. Nein, hat's nicht. War ja auch irgendwie zu erwarten. Gut, ich versuche jetzt mal zwei Schrott noch zusammenzukriegen. Oh, halt. Ja, Catfish, war ja klar, ne? Kaum gibt's hier Happy für dich, fängst du schon wieder an. Komm, zwei Schrott. Dann hätten wir wenigstens hier das Ziel erreicht. Nein. Gut, wir lassen aber jetzt so langsam mal Richtung die Inseldingens da, ne? Hier so.
Und dann würde ich sagen, müssen wir halt das Radar in der nächsten Folge fertig machen, weil nicht, dass wir hier noch 20 Minuten brauchen, bis wir zwei Schrott gefunden haben. Ist ja einiges passiert. Wir haben unsere Grillecke, wir haben überhaupt unser zweites Stockwerk. Ist schon einiges passiert. Ich werde jetzt gucken, dass wir an die Insel hier rankommen. Und ich denke mal, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Also lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren. Wieder kein Schrott. Und bis zur nächsten Folge. Bis denn und tschüss.